Also wir finden extrem gut, dass das Thema Nachhaltigkeit und das energetische Konzept hier so schön umgesetzt wird. Einerseits haben wir Fernwärme, andererseits haben wir hier Brunnen als Kühlung im Heiz- und Kühlsystem. Und die klare Anforderungen an Architektur und an unser Design schon von Beginn an in der Teamphase, so möchte ich es bezeichnen, finde ich wesentlich für unser Projekt hier. Also unser Verständnis vom Lab Campus war tatsächlich der, dass eben durch das Zusammenfügen unterschiedlicher Disziplinen zusammenführen, so ein Innovationsgedanke generiert wird. Und im städtebaulichen Ansatz ist das ein spielerisches Nebeneinander von unterschiedlichen Gebäudetypologien. Und das haben wir als Ansatz für das Gebäude Lab 48 aufgegriffen, haben die große Gebäudemasse untergliedert, haben einzelne Baukörper gebildet, diese aufeinander gestapelt zu so einer Art Gesamtskulptur. Und wenn man so will, ist dieses Ineinandergreifen, Überlagern von verschiedenen Bausteinen, entspricht diesem Netzwerkgedanken und steht eigentlich für dieses kreative Miteinander, von den Leuten, die in diesen Baukörpern dann tatsächlich agieren. Vorbild für diese Höfe waren für uns alte, manchmal ein bisschen verwinkelte industrielle Hofstrukturen, die es in manchen historischen Innenstädten noch gibt. Und durch dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, durch dieses Ausdifferenzieren der Fassaden, auch die unterschiedlichen Traufhöhen und so weiter, war uns wichtig, dass in den Höfen nicht der Eindruck entsteht, dass das alles aus einem Guss ist, sondern dass es eher ein bisschen wie gewachsen wirkt. Das ist also so ein Thema, was sehr wichtig ist zum Verständnis der Höfe. Und was ich sehr faszinierend finde im Erleben dieser Höfe, ist, dass es aus jeder Etage ganz unterschiedlich erlebt wird. Also für einen Passanten, der unten durchgeht, ist es ein grüner Aufenthaltsraum oder eine Abkürzung quer durch den Block. Hier im ersten Obergeschoss, wo wir jetzt gerade sind, gibt es ganz unterschiedliche spannende Einblicke, Durchblicke in die Höfe, die man aus anderen Perspektiven nicht hat. Und aus den Büroetagen ist es dann wieder anders. Da gibt es Büroetagen, in denen ich von einem Ort, von einer Stelle Einblicke in drei unterschiedliche Höfe habe und mich damit eigentlich im Gebäude sehr gut orientieren und wiederfinden kann. Und das Beste sind dann natürlich die Terrassen, wo ich als Außenarbeitsbereich oder Pausenbereich wirklich mitten in diesen Höfen drin bin. Also insofern, das zeichnet diese Höfe aus und uns sind die immer genauso wichtig gewesen wie die Räume selber. Das Konzept von Lab Campus hat ja hier der Richter schon gesagt, vernetzten Kollaboration. Und jetzt sage ich mal aus unserer Sicht als Bauunternehmer ist ja wichtig, dass man nochmal das hervorhebt, was man nicht so sieht. Also, und diese Kollaboration in der kompletten Projektphase von sozusagen erstem Design bis hin jetzt zur Übergabe, macht für mich das Projekt so besonders, weil wir es als Projektteams, als Planer, als Kunde vor allen Dingen und wir als Bauunternehmen immer wieder geschafft haben, diese Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und immer wieder den gemeinsamen guten Weg für alle Beteiligten zu beschreiten. Und diese positive Haltung im gesamten Projekt ist für mich das Besondere im Campus.